Hallo sagen. Ja. Okay. Hallo YouTube-Zuseher, hallo Live-Zuseher. Wir spielen jetzt ein Spiel und es geht los. Ha! Nur noch zwei Zuseher. Ja, das habe ich mir gedacht. Das war auch der Sinn. Glaubst du, ich mache das ohne Grund? Ach, glaubst so. Du, ich begrüße die Leute ohne Grund? Das Nein, ich begrüße die Leute, damit es auch eine Verabschiedung geben kann. Das ist der Deal. Ja, wenn du es nicht mehr haben willst, dann gib es mir die Rose. Ja, aber ich habe dich, hab dich schon im Mund gehabt. Weg damit. Wo ist unser Lieblingsspiel? Welches da? Gags? Banjo? Ja, ich hoffe, Gags. Ich hoffe mal, du meinst jetzt Gags. Ja, Gags. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Also, ich kenne mich in Gags, in der Welt von Gags, kenne ich mich aus. Nicht so wie bei der Banjo-Welt, aber ich habe keine Ahnung, wo uns noch was fehlt. Und man kann auch nicht pausieren, während man getrennt. Das geht natürlich das geht auch nicht. Dann schau, soll ich das sagen, wo du hingehst? Du gehst zur Piratenwelt. Okay, weil da fehlt uns noch was. Dann ja, da fehlt uns. Eine Sache fehlt uns da noch. Ja, die Piratenwelt? Mei! Ist das nicht eine schöne Welt? Aber es gibt ja keine so eine Valentinstagswelt in Gags. Valentinstagswelt? Ja. Ich meine, sag mal, was ist hier los? Das kann doch nicht sein. Ich wollte was Passendes gleich. Weil wir haben Gags ja eigentlich angefangen wegen Weihnachten, weil es eine Weihnachtswelt ist. Ah ja, stimmt. Das jetzt war der Anlass. Jetzt sind wir hier am Valentinstag noch immer am Gags spielen und es gibt keine passende Welt. Ich hoffe, es kann sich niemand mehr an Halloween erinnern. Weil da haben wir auch ein Spiel angefangen, das wir dann nie weitergespielt haben. Nämlich Medieval 2 für die PS1. Nicht 2, das wollte ich schon 2 sagen. Na, die Rede ist natürlich von Der Jäger wird zu Bären. Der Jäger wird zu Bären. Also ich glaube, du meinst... Das ist noch immer unser bester Titel, oder? Ich glaube, du meinst... Banjo, ban, banjo, banjo. Banjo, ban, ban. Macht, singt keiner mit? Nein, nein, weil wir wollen ja vermitteln, dass es auch andere gute Spiele gibt. Achso, ja. Andere gute 3D-Jumper, dann ist Gags nicht eher so der Konkurrent von Banjo. Ich meine, es ist ja dieselbe Genre. Es ist ja beides ein Mario 64-Abklatsch. Schon, aber Banjo. Das heißt, Nintendo 64 hat gleich zwei Konkurrenten an einem Stück. Ja. Wow. Sie haben sich wohl selbst einen Bären aufgebunden. Ah. Oder sind in den Schritten des Gecko gegangen. Ist gar kein Sprichwort. Nein, aber okay. Schau, Gags ist ja eigentlich ziemlich untergegangen. Banjo ja eigentlich auch schon, oder? Nein, Banjo kennt noch jeder, aber ja, nach Nuts & Bolts wollte niemand mehr davon wissen. Stimmt. Hä? Aber ja. Gags kann sich nicht mal jemand erinnern. Kanntest du überhaupt Gags, bevor wir es hier gespielt haben? Naja, ich kann es auf dem... Wie ist die Konsole? Game Boy. Nein, 3DO! Genau, von da kannte ich Gags. Naja, Gags ist ja wohl ein Gecko. Aber ich glaube, der hatte keine Sprüche. Echt? Verdammt. Oh, oh, oh. Wenn Sie bis Weihnachten mit Banjo fertig sein wollen, Streamer, dann sollten Sie es nicht auslassen. Ja, aber wir wollen doch ja, andere Spiele auch. Okay, also Dominik, ich muss, glaube ich, kurz mal aufzählen, welche Spiele wir gerade am Laufen haben. Wir haben Gags am laufenden Bundle, dann haben wir Banjo, wir haben Super Mario Bros. 2 und Legend of Zelda und Tales of Phantasia und Champions of Norrath. Was nicht geht, das weil sind Neko nicht sein. Sechs Sachen. Es gibt noch mehr. Echt? Ja, Was denn? Naja, zählt Medieval auch. Das Nein, das ist abgebrochen und keiner will davon wissen. Genau wie Tobias, Niketsu Soccer League und Crash Classic. Und Kirby, was auch abgebrochen ist. Kirby. Also wir haben auch schon jede Menge Spiele einfach abgebrochen. Aber wir werden jedes Spiel früher oder später zu Ende bringen. Also alles kommt mal. Wollt's keine Zuschauer? Nein, Dominik. Nein, wir machen doch nur... Wir machen ein privates Stream für dich. Auf Twitch überlebt man nur, wenn man Spiele spielt, die Leute auch sehen wollen. Ach, aber wir wollen nicht überleben, wir wollen Spaß haben. Oh, es hängt, man. Vereinigt euch! Oder dieses generische Spruch. Wir wollen nicht überleben, wir wollen leben. Das sagt meine Katze, glaube ich, miau. Und die ist ja wohl nur Iga. Captain Stubing will, dass sie das Deck schrubben. Haben wir es jetzt so eingestellt, dass man die Sprüche von Gags auch hört? Weil sonst macht das Ganze gerade keinen Sinn. Ich hoffe nicht. Ach, hey, ja, es gibt diesen Select-Cheat. Echt? Ja, das den kenne ich, aber der ist nicht wirklich redlich. Meiner Meinung nach. Warte, ich kann ja ein bisschen lauter drin, weil Gags... Nein, bitte, du versaust den ganzen Stream, ich werde den nicht hochladen. Nicht hochladen. Ja, so ist das. Das war bei Kirby dasselbe Problem. Was? Ja, Hüftschwung? Also Hüftschwung. Naja, nein, Gags, den kennt niemand. Okay, aber wegen den Spielen. Ups, ja, das ist ja nett vom Spiel. Weil die keiner kennt, das
Die können wir doch präsentieren. Ja, wir wollen ja auch den Leuten zeigen, was es für Spiele alle gibt, die man nicht so kennt. Ich meine, Banjo, das kennt ja eh schon jeder, oder? Echt? Ja. Also ich kannte es nicht. Keine Liegestühle? Oder wie ihr immer gesagt habt, Kaliberspiele. Kaliberbomben, meinst du jetzt, glaube ich. Kaliberbomben? Ja. Also die Spiele, die halt nicht so bekannt sind und sehr gut, oder? Ja. Ja, Gex ist eh eine ziemliche Kaliberbombe, will ich meinen. Die schöne Rose ist leider lila, wie alles andere auch. Bin ich lila? Ist mein T-Shirt lila? Verdammt, mein T-Shirt ist lila. Meins ist violett. Aber in Natura ist es eigentlich rot. Und rot ist die Farbe der Liebe. Also doch, und kein Valentinstream. Doch, natürlich. Aber wenn die Farben alle falsch sind. Ja, diese Autokamera. Aber jetzt gibt's Breaking News hier. Für Dominik D.D. Ich glaube, ihr wisst schon Bescheid. Wir wollen übersiedeln. Hey, nix. Wir müssen das so als Überraschung bringen. Ja, wir müssen ein extra Video davon machen. Ja, stimmt. Wir müssen ein Video machen, wie wir das alte Studio in die Luft jagen. Damit ja, stimmt. Das macht man ja eigentlich. Love exciting and you. Was singt der Gangster? Love and shining and you. Love exciting and new. Echt? Ja. Achso. Ja, Advent Stream Lila. Ich bin der Größte. Was hat man den Gags jetzt gehört? Ja, Dominik D.D., du musst jetzt verraten, hört man den Gags überhaupt, wenn ihr mal was spricht? Weil der Gags, der sagt auch immer mal Sachen. Hey, wir können unser Sachen. Snipping-Tool holen. Schnipp? Du meinst die Schnips? Genau. Aber dann hört man uns wieder nicht, wegen den ganzen Mampfen. Mampf. Genau dasselbe Problem gab es ja bei Kirby. Auch einer der vielen Gründe, warum ich es nicht hochgeladen habe. Ja, da brauchst du jetzt gar nicht lachen, Onk. Das war eine ziemliche Tragödie. Hey, die Tür geht in die falsche Richtung. Ja, ich glaube, du bist mal wieder mit der Tür ins Haus gefallen, Onja. Onja. Was? Wo warst du letztes Mal? Nein, ich muss euch jetzt was erzählen. Etwas sehr Interessantes. Ja. Ich war ja in Prag. Was? Gibt's denn hier keine Liegestühle? Nein, Keks. Ich war in Prag und da gab es einen Flugsimulator und ich habe eine Barrel Roll gemacht. Aber es gab auch was ziemlich Cooles dort. Der coolste Teil von diesem Urlaub war die Hinfahrt. Warum? Weil die war nicht hinfällig. Nein, da haben wir im Auto diese schwedische Rockband ABBA gehört. ABBA? Ja, du kennst das schon? Ja. Ja, Anja auch? Ist sicher. Dominik auch? Das ist eine sehr coole Band. Sie machen, ja, schon gute Lieder. Finde ich. Also richtige Spezialisten in Sachen der Musikkrönung. Schau, was du jetzt machst, ist nicht, dass du durch die Tür gehst, sondern du holst alle Tatzen. Ja, toll, alle wo gehst du hin? Ja, glaubst du, wir wollen das Spiel nicht 100% durchspielen? Hey, Captain Nuss! Hey, Captain Nuss! Ja, du musst jetzt hier an der Wand dich schlängeln. Du musst die Wand des Todes reiten. Ach, das ist eigentlich der Deal hier. Das ist eigentlich, die Wand des Todes zu reiten, das bringen nur Tatzen und keine... Ich meine, das ist eigentlich Fernbedienungen wert, aber nein. Nein. Was hat er jetzt? Ja, was ist jetzt los? Was ist denn? Die Steuerung war gerade... Verkehrt? Ungefähr so, ja. Es war links, rechts, rauf, runter oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht, weil du den Controller so gehalten hast. Nein. Nicht? Nein, das mache ich nicht. Okay, dann gibt es jetzt ein Shoutout für einen sehr coolen neuen YouTuber namens 100% Feelings. Das sind drei Leute. So wie wir. Wir? Die verstehen... Wir sind sieben Leute, was habt ihr? Das sind drei Leute, die verstehen, wo der Spaß zu Hause ist, nämlich auf ihrem Kanal. 100% Feelings ist ein neuer Kanal, der vor kurzem erst aufgemacht wurde und er beinhaltet bis jetzt nur zwei Videos, vielleicht sind es mittlerweile mehr, aber sie sind auf jeden Fall mehr wert. Diese YouTuber haben sich Gedanken gemacht, was wirklich lustig ist und was unlustig ist und ich kann sie jedem empfehlen. Okay. Schaut alle auf ihren Kanal, sobald dieser Stream in die Steppe abrutscht, weil er aus ist. Okay. Das meine ich damit. Weil er aus ist? Die haben aufgehört schon wieder zu streamen, oder was? Die streamen nicht, das ist ein YouTube-Kanal, hörst du zu? Nein, aber okay. Was machen die? Also, welche Feelings? Wow! Gags! Das ist jetzt Glitch, neuer Fake. Du musst jetzt auf der Wand reiten. Ah ja, ich muss jetzt wirklich auf der Wand reiten. Wow! Ja. Dominik D.D. schreibt, aber du wirst ja wohl nicht 3 Stunden das hier spielen, on Garn. Nein, hier wechseln wir uns ab. Eine Bonusmünze, das ist ja noch wichtiger. Wow! Ja, du bist ein verdammt arger Teufelskerl, Onja. Besonders wenn Lot dann kommt. Wow, Yoshi! Lecker, lecker, lecker. Irgendwas hat das Spiel heute gehört. Vielleicht haben wir zu viel Mars gegessen, Mars, das hat was. Ja. Besonders wenn wir dann Lots spielen, dann sind wir beide auch mal
mit dabei. Im ja, aber Gags wollen wir auch spielen. Achso, das heißt, ich spiele die ganze Zeit Gags? Nein! Ja. Ich habe gesagt, besonders... Besonders belotzt wirst du weniger zu spielen bekommen. On guard. Okay, interessant finde ich, dass immer große Events und Tournaments angekündigt werden, die dann im Endeffekt wieder nicht stattfinden. Ja, war was angekündigt? Ja, ist heute sollte eigentlich das große Mesh-Tournament. Das hast du angekündigt? Ja, sicher habe ich das angekündigt. Ich kündige alles an, was mir so in die Ohren kommt. Ja, du schau, aber weißt du, was ist das Problem? Was ist du, ihr Duschkonsument? War der gut jetzt? Ja. Okay. Duschkonsument? Ja. Duschkonsument? Ey, Duscho. Ey, Duscho! Ja. Ich habe immer irgendwas mit Dusche gell. Aber du kannst nichts ankündigen, wenn das noch nicht fix ist, okay? Doch, ich kann ankündigen, was ich will. Ich habe das immer so gemacht. G. Das G von Nintendo GameCube. Genau, das meine ich. Also die YouTube-Zuseher sagen schon miau miau. Der nächste Part kommt wie Bau und Schau.